Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rohrbe und ihr seht es, ich stehe hier in den neuen Räumen der Akademie und heute geht es um das Thema Lernen und um eine Kündigung. Ich habe hier eine Kündigung und warum ich mich über diese Kündigung gefreut habe, also ein Kunde hat bei uns gekündigt, warum ich mich gefreut habe, das erzähle ich euch jetzt im Video und es ist ganz anders als ihr denkt. Also seid gespannt. Also, das hier sind ja unsere neuen Seminarräume, die werden jetzt so nach und nach eingeräumt, da sind ein paar Schreibtische, stehen schon, das Whiteboard ist da, Stuhl und so weiter und so fort, ne? Also alles, was man hier halt so braucht und am 8. Januar geht es ja los, das ist das erste Seminar, das Starter-Seminar und dann sind eigentlich jede Woche jeden Monat zwei, drei Seminare und ein Teil ist sogar schon ausgebucht. Und zwar, ich will halt mit euch über das Thema Lernen sprechen. Klar, ne, in einer Akademie wird gelernt, aber ich will als erstes euch was zu dieser Kündigung sagen. Und zwar habe ich am 4.12., also vor ein paar Tagen, eine Kündigung bekommen von einem Kunden, ich sage jetzt einfach mal nur den Vornamen von Hans-Peter, und der hat mir einen Brief geschrieben. Und zwar, er war Kunde bei uns im Börsendienst Optionsstrategien und er hat jetzt diesen Börsendienst gekündigt. Und normalerweise ist man ja, wenn ein Kunde kündigt, traurig, ne? Weil man sagt, Mensch, schade, konnte ich jetzt dem Kunden nicht das bieten, was er sich vielleicht vorgestellt hat, habe ich das nicht so gemacht, wie dass er seinen optimalen Nutzen herausgezogen hat. Also ich finde es immer traurig, wenn ein Kunde kündigt, aber es gehört natürlich auch dazu. So, und wenn ich jetzt sage, über diese Kündigung habe ich mich gefreut, dann dürft ihr das jetzt nicht falsch verstehen. Die meisten würden denken, das ist vielleicht einer, der die ganze Zeit nur rumgemosert hat und manchmal ist man ja auch froh. Es gibt auch Sekunden, wo man sagt, da ist man froh, wenn die weg sind. Aber der Inhalt dieser Kündigung hat mich so gefreut und ich will euch das mal vorlesen. Und zwar hat der Hans-Peter mir hier geschrieben, lieber Jens Rohrbe, nach Lesen Ihres Buchs bin ich leider erst spät in den Optionshandel gekommen. Umso mehr hat mich gefreut, einen für mich bis dahin noch unbekannten Teil des Börsenhandels kennenzulernen. Die Art und Weise, wie Sie Ihr eigenes Wissen vermitteln, finde ich ganz wunderbar. Und jetzt kommt der entscheidende Abschnitt und der hat mich wirklich gerührt. Und zwar, ich werde in Kürze 82 Jahre alt und mein Gesundheitszustand lässt leider sehr zu wünschen übrig, sodass ich Prioritäten setzen muss und mit dem aktiven Handel aufhören werde. Deshalb möchte ich keine Verlängerung meines Abos, das mir sehr viel Freude und auch Erfolg gebracht hat. Und das hat mich wahnsinnig begeistert. Also diese Zeilen, ne, dass jemand, der 82 Jahre alt ist, sich noch mit dem Thema Börse beschäftigt und der jetzt quasi so schweren Herzens sagt, ich höre jetzt auf, weil es mein Gesundheitszustand nicht mehr zulässt und ich muss auch jetzt mal andere Prioritäten setzen. Das finde ich eine ganz wunderbare Sache. Ich wünsche dem Hans-Peter natürlich, und ich werde ihm auch noch persönlich schreiben, ich wünsche ihm natürlich, dass er noch möglichst lange gesund bleibt oder nicht weiter krank wird, ne? Also dass er möglichst lange noch hier am Leben teilhaben kann. Aber mir hat das wieder was gezeigt. Und zwar, viele denken immer, man ist schon zu alt zum Lernen. Und ich für mich persönlich hatte vor 2 Jahren ein Erlebnis, was mich unheimlich motiviert hat. Und ihr kennt das vielleicht, es gibt manchmal im Leben Dinge, da genügt manchmal ein einzelner Satz, ein Buch, was man liest, ein Gespräch, was man hat, dass man jemanden kennenlernt, ein Ereignis, was einem komplett umdrehen kann, was einem eine ganz neue Motivation geben kann, was einen ganz neue Blickwinkel geben kann. Und ich habe schon viele solche Dinge erlebt, aber eines meiner Erlebnisse, die mich wahnsinnig geprägt haben, das war vor 2 Jahren, als ich vor 2 Jahren das erste Mal in Omaha war auf der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway. Und zwar, warum fährst du dahin? Ja, du bist Aktionär von Berkshire Hathaway und du sagst, hey, ich will diese Legende nochmal leben, bevor er stirbt. Ja, so denkt man, ne? Das ist blöd, aber Warren Buffett, der ist fast 90 und er sagt dann, ich möchte den nochmal live erleben. Und als ich dann aber da war und als wir in Omaha waren und als wir dann im CenturyLink Center saßen mit 30.000, 40.000 anderen Menschen, dann ging ja diese Veranstaltung los und dann kamen Warren Buffett und Charlie Munger, die beiden kamen dann auf die Bühne. Und dann haben die ja ungefähr 6 Stunden lang Fragen beantwortet. All die sitzen dann da völlig ohne Manuskript und sprechen 6 Stunden lang zu ihren Aktionären, zu ihrer
Aktionärsfamilie. Und ich war vor 2 Jahren 45 Jahre alt. Und wer vielleicht auch in meinem Alter ist, der hat manchmal so, wahrscheinlich auch so Gedanken, wie ich sie hatte. Mensch, hättest du doch 20 Jahre eher angefangen. Also bei mir, ich habe das ja glaube ich schon mal erzählt, dass ich so richtig begriffen habe, was Börse ist, was man da langfristig daraus machen kann, dass der kurzfristige Erfolg viel, viel unwichtiger ist als das langfristige. Das ging bei mir erst so mit Anfang, Mitte 30 los. Ne? Wahrscheinlich auch durch die Geburt meiner Töchter. Dann übernimmt man automatisch ein bisschen mehr Verantwortung und denkt vielleicht auch ein bisschen anders nach. Und dann ist es bei mir aber wirklich richtig losgegangen und dann ist auch die Rakete gezündet. Und ich habe wirklich in den letzten 10 Jahren unglaublich viel erreicht. Für mich persönlich, für meine Familie, finanziell, unternehmerisch. Ne? Das waren tolle 10 Jahre. Und manchmal habe ich trotzdem gedacht, Mensch, hättest du doch nicht erst mit 35 angefangen, hättest du doch mit 20 angefangen. Wie weit könntest du da jetzt sein? Ne? Und ganz ehrlich, jetzt bin ich ja Unternehmer und ich habe sowieso keine Rentenerwartung. Also Rentenerwartung dahingehend, dass ich sage, es gibt den Tag X und dann gehe ich in Rente. So wie es viele Arbeitnehmer manchmal haben, dass sie sagen, also jetzt noch 3 Jahre und dann bin ich endlich Rentner und dann wird das Leben schön. Mein Leben ist ja jetzt schon schön. Ich habe jetzt schon wahnsinnig viel Spaß an dem, was ich hier tue. Ich habe Spaß mit meiner Familie, mit meiner Frau, mit meinen tollen Kollegen hier. Also ich fühle mich wohl in dem, was ich tue. Und trotzdem hatte ich so mit 45 diesen Gedanken, naja, jetzt hast du ja bloß noch 15 Jahre und dann bist du schon 60. Ja? Und das war so ein Moment, wo ich so dachte, dann bist du schon 60 und 60 ist ja schon irgendwie alt. Ne? Das denkst du ja immer. Also wenn du, als ich das allererste Mal in einer Diskothek war, da war ich glaube ich 15. Und als ich da jemanden gesehen habe mit 25, dann erschien der mir ja uralt. Und als ich dann Mitte 20 war, dann erschien mir ein 40-Jähriger uralt. Und wenn ich jetzt Mitte, Ende 40 bin, dann denke ich ja schon, ein 70-Jähriger ist alt. Aber, und das hat mir jetzt der Brief von Hans-Peter wieder gezeigt, oder eben auch dieser Besuch in Omaha. Das Leben kann so lang sein. Das Leben kann auch schnell vorbei sein. Deswegen müssen wir es genießen. Ne? Deswegen dürfen wir nichts aufschieben und sagen, jawohl, ich möchte jetzt mein Leben genießen. Nicht erst, wenn ich Rentner bin. Nicht erst in 10 Jahren. Auch jetzt muss man das Leben schon genießen. Und um aufs Thema Lernen zu kommen, das Lernen hört niemals auf. Und zwar Gott sei Dank. Wenn wir in die Schule gehen, dann ist Lernen quasi so eine Zwangsveranstaltung. Ihr müsst jetzt lernen, weil wir schreiben ja eine Arbeit, ihr bekommt Zensuren. Ne? Das heißt, das hat nichts mit Spaß und Freude zu tun. Jetzt ist es aber so, mir macht Lernen unheimlich Spaß. Ich gehe total gern auf Seminare. Ich unterhalte mich gern mit anderen Menschen, um von denen zu lernen. Ich höre gerne älteren Menschen zu, um von ihnen zu lernen. Ich habe wahnsinnig viele Unternehmerkollegen, die 10 Jahre älter sind als ich. Und ich, das unglaublich, was man von denen lernen kann. Ich habe von Börsenhändlern gelernt, die viel, viel älter sind als ich. Ich habe natürlich auch viel gelernt von jüngeren Leuten. Ich habe heute 20-Jährige, von denen ich etwas lerne. Die haben vielleicht nicht so viel Börsenerfahrung wie ich, aber die haben vielleicht in Technologie viel mehr Ahnung als ich. Die können mir Sachen erklären, die ich noch gar nicht kenne. Und deswegen fand ich diesen Brief so beeindruckend, dass jemand mit 82 sagt, hey, ich lerne immer noch, ich mache immer noch was, ich habe diesen Börsendienst. Mit 82 musst du nichts mehr für Geld tun. Ne? Also mit 82 bist du durch. Also das hoffe ich doch zumindest für jeden von euch. Und als ich in Omaha war, auch Warren Buffett, dem hast du angesehen, was der für einen Spaß daran hatte. Dem Charlie Munger, der wahrscheinlich fast blind ist. Ne? Der sieht kaum noch was. Aber der ist hier oben so hellwach. Der ist geistig so fit. Das fand ich total beeindruckend. Und da habe ich mich an was erinnert. Und da muss ich nochmal ganz kurz auf den Brief kommen. Und zwar, Hans-Peter hat ja jemanden zitiert. Und zwar, er hat dann noch was geschrieben. Also Ihnen, lieber Herr Rabe, und auch dem gesamten Team, wünsche ich weiterhin viel Erfolg an den Finanzmärkten. Auch oder gerade jetzt, wo eine kurvenreiche Strecke zu bewältigen ist. Und dann schreibt er im letzten Abschnitt, als alter Anhänger von Costolanis Börsenwissen bin ich überzeugt, dass der Großteil der globalen Aktien in zittrigen Händen liegt, was Handel und Wissen auf eine harte Probe stellen dürfte. Und wenn ich natürlich den Namen Costolani höre, da geht natürlich mein Herz auf, denn das allererste Börsenbuch, was ich gelesen habe, war von André Costolani und ich war immer ein großer Anhänger von Costolani. Mich hat seine Art, wie er Börse gesehen hat, wie er
Handel gesehen hat, immer begeistert. Für mich wird er immer eine Ikone sein, ein Vorbild sein. Und ich habe 1996, das ist wirklich lange her, und ich weiß das noch ganz genau, warum das 1996 war, weil ich war 1996 bei der Bundeswehr und konnte aber in dem Jahr ein Seminar besuchen, wo unter anderem auch André Costolani gesprochen hat, eine Stunde lang. Und das war so beeindruckend, wie dieser damals schon weit über 90 Jahre alte Mann, der war, also ich bin nicht groß, wer mich mal persönlich trifft, ne, der weiß, die Leute sagen immer, hey Jens, du siehst im Original viel kleiner aus als im Video, ne? Also ich bin nicht der Allergrößte, aber Costolani, der ging mir ungefähr so bisher her. Und das war wirklich ein altes, kleines Männlein, ne, schick angezogen, Fliege, Silberknauf am Stock und so. Auch ein bisschen schwierig schon zu laufen, ne? Dem hat man dann auf die Bühne geholfen. Und dann stand der aber da und hat eine Stunde lang völlig ohne Manuskript gesprochen. Und er hat so toll gesprochen, hat so tolle Sachen gesagt, so viele Weisheiten, die er uns da mitgegeben hat. Das ist heute noch etwas, wovon ich profitiere. Und deswegen, wenn es um das Thema Lernen geht, man ist nie zu alt. Wir haben jetzt hier in der Akademie, wir bekommen ja jetzt jeden Tag Anmeldungen für die Seminare rein. Ne? Das ist wirklich toll. Und ich lasse mir das dann immer zeigen und sage, okay, wer hat sich denn so angemeldet und guckt dann so drauf. Und da gibt es viele Namen, die ich kenne. Und es gibt aber auch ganz, ganz viele, eigentlich die Mehrzahl, die ich nicht kenne. Ne? Die habe ich noch nie, das waren noch nie Kunden bei uns, die kommen jetzt. Und unser Kundendienst schreibt dann immer so ein bisschen was dazu, dass ich weiß, okay, wer ist das, was macht der und so weiter. Und dann lese ich zum Beispiel manchmal, okay, jemand ist 21, ganz, ganz jung, ne, der fängt gerade erst an. Und dann haben wir aber jetzt auch Anmeldungen von Teilnehmern, die sind 70. Und das begeistert mich unheimlich, weil ich sage, das ist so toll, dass jemand mit 70 Jahren, und der braucht es nicht mehr finanziell, niemand muss mit 70 noch was lernen, um finanziell nochmal durchzustarten. Das sind in der Regel alles Leute, die haben finanziell entweder ausgesorgt oder sind zumindest so, dass sie sagen, hey, ich kann auch mit dem, was ich habe, gut leben. Und die gehen hier nochmal her und lernen noch etwas. Und das ist meine Motivation. Also meine Motivation ist es nicht zu sagen, ich möchte mit 70 so und so viel Geld haben. Noch mehr als heute, ne? Noch eine Null hinten ran oder so. Das kommt automatisch. Also das kann ich ja gar nicht verhindern, dass es immer mehr Geld wird. Aber was ich mir wünsche und was meine Motivation ist, ist, dass ich mit 70 Jahren, mit 80 Jahren wie jetzt hier oder 82 wie Hans-Peter, mit fast 90 Jahren wie Warren Buffett, mit über 90 Jahren wie André Costolani, dass ich noch in mir den Wunsch habe zu lernen und neue Dinge zu entdecken, mich weiterzubilden. Und die Welt ist so riesengroß, es gibt so viele tolle Geschichten auf der Welt, so viele tolle Dinge auf der Welt, die man lernen kann. Und das fasziniert mich total. Ne? Also das ist mein Wunsch, der in mir brennt. Ich möchte meine Kinder groß wachsen sehen. Ich möchte meine Enkelkinder, meine Urenkelkinder sehen. Ich möchte lernen, ich möchte Bücher lesen. Und wer weiß, was alles noch in den nächsten 50, 60 Jahren, und da bin ich mir sicher, da bin ich noch hier, vielleicht nicht unbedingt hier vor der Kamera, aber ich werde noch auf dieser Welt sein, was ich alles da noch erleben werden darf. Und das ist wirklich ein großes Geschenk. Und das müssen wir uns, glaube ich, auch immer mal wieder bewusst machen, in was für einer fantastischen Zeit wir leben. Und es gibt da draußen ganz, ganz viele Dinge, die uns nicht gefallen und die uns schimpfen lassen und die uns auch mal sauer sein lassen. Aber wir leben in einer fantastischen Zeit, uns geht es sehr, sehr gut und wir haben Möglichkeiten, die viele, viele vor uns, viele Generationen vor uns nicht hatten. Unsere Eltern, unsere Großeltern, die sind teilweise, gerade wenn wir an die Generation unserer Großeltern, meiner Großeltern denken, die haben zwischen und in zwei Kriegen gelebt. Die haben wirtschaftliche Not erfahren. Denen ging es wirklich schlecht. Noch vor 100 Jahren war es ein Privileg, etwas lernen zu dürfen. In vielen Teilen der Welt ist es ein Privileg, in Schulen gehen zu dürfen für die Kinder. Bei uns ist das alles selbstverständlich und uns nervt es schon manchmal. Ne? Und deswegen ist meine Botschaft auch in dem Video an euch, ne? Habt Spaß am Lernen. Ob ihr jetzt zu mir kommt hier in die Akademie oder ob ihr ein Buch lest, ob ihr irgendetwas macht, aber beschäftigt euch mit dem Lernen. Weil hier oben drin, ne, diese kleine graue Masse, die wir da haben, die 70% unserer täglichen Energie verbraucht, die ist wie ein Muskel. Und wenn man den nicht trainiert, dann geht der ein. Und ich möchte eben lieber mit 80 Jahren noch solche tollen Briefe schreiben können, mich mit 80 Jahren noch so toll artikulieren können, so eine Freude haben, so viel positive Energie haben, als mit 80 Jahren auf der Bank zu sitzen und zu warten, wann mich der Pfleger mit den Füßen nach vorn aus dem Zimmer rausschiebt.
Ja? Und deswegen, wenn ihr so seid wie ich, wenn ihr auch sagt, jawohl, ich will ein schönes Leben auch im Alter haben und ich will etwas lernen, dann sehen wir uns vielleicht mal hier in der Akademie und ansonsten natürlich hier jede Woche auf diesem Kanal. Immer wieder gibt es neue Videos. Ich nehme gerne von euch Hinweise auf und danke auch an dieser Stelle, dass ihr mir immer hier so zahlreich zuschaut, dass ihr kommentiert, dass ihr eure Meinungen einbringt. Also auch das ist toll, weil auch da lerne ich. Ich lerne auch viel von euren Kommentaren und es macht riesig viel Spaß und das ist auch das, was mich jeden Früh antreibt, aufzustehen und hier weiterzumachen, weil was kannst du Schöneres haben als jeden Tag etwas, was dir Freude macht. Deswegen auch jetzt wieder danke fürs Zuschauen, danke für eure Unterstützung. Wir sehen uns, wie gesagt, entweder hier in der Akademie, im Video, mal auf einer Veranstaltung, wo auch immer. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.